Seien Sie jetzt mit dabei. Hallo? Hallo? Hi. Bubi Kämmerer, guten Tag. Ma'am? Vielleicht? Vielleicht wird's da was. Oh, ist aber nur ein Kratzer, genau. Ich brauche eine Maid, die mich pflegt. Tobis Städtetrip. Büdingen hautnah. Büdingen. Ich war noch nie da, aber ich freue mich so drauf. Wir haben traumhaftes Wetter. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe viele tolle Tipps bekommen. Und wir entdecken diese Stadt jetzt zusammen. Büdingen liegt am östlichen Rande des Rhein-Main-Gebietes. Genau am Übergang der Wetterau zum Vogelsberg. Mit ihrer mittelalterlichen Altstadt und der 2 Kilometer langen Befestigungsanlage drumherum gehört Büdingen zu den besterhaltenen Stadtanlagen Europas. Ich habe ja quasi einen Hilferuf gestartet. Was muss ich mir in Büdingen angucken? Unbedingt. Und da hat die Ursula gesagt, ich hätte da was. Ich mache Stadtführungen hier und ich würde dir gerne was zeigen. Und zwar das große Bollwerk. Wir treffen uns am Turm. Ursula? Hallo, Herr Kämmerer. Hallo. Guten Tag. Ich bin die Frau Kraft, aber wir sagen einfach Ursula, gell? Sag mal einfach Ursula. Ja, Tobi. Hallo. Schön. Schön, dass ich es geschafft habe, Kelly, hier nach Büdingen. Ja. Wir sind ganz aufgeregt. Ja. Ich auch. Na, kommen Sie mal. Also, ich habe mir überlegt, Sie sind doch bestimmt scharf auf die ganz dicke Dinger. Richtig. Und da haben wir hier das große Bollwerk. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ha? Das wäre doch was. Ist das das dickste Ding in Büdingen? Ah, natürlich, ja. Und vor allen Dingen, ich will ja jetzt nicht angeben, aber es ist auch europaweit einer von den größten Geschütztürmen, gell? Zack, Rekord. Ja. Eine, ja, die haben das damals gut gemeint, gell? Mit dem Turmbau? Ja, die haben halt sich gedacht, wir müssen uns verteidigen. Und dann sind sie halt dazu gekommen. Ach du großer Gott. Ja. Das ist, ja gut, das ist eine Mauer, die hält. Ja, die hält. 4 Meter. Ich sag nur 4 Meter. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ja. Und hier, wenn Sie nach oben gucken, 20 Meter nach oben, ja, also das ist schon was. Das sieht gemütlicher aus innen, als man es von außen vermutet. Naja, die Feinde sollten sich natürlich auch ein bisschen fürchten, gell? Das klappt, glaube ich. Ja. Und der hat gehalten, oder? Ja, Büdingen ist nie kriegerisch eingenommen worden, wenn wir belagert worden sind. Da haben die Büdinger rechtzeitig gesagt, wir geben auf, kommt neu. Ja. Also die Gastfreundschaft, wenn man so will, haben wir schon früh erfunden. Ja. Kann man da auch hoch? Ja, man kann auch hochgehen und wir können auch nebenan. Da ist das Verlies vom Hexenturm. Gucken ja. wir mal neu. Da gucken wir mal neu. Ja. Ja, als was? Was für ein toller Gang. Ja. Eine Lichtallee. So romantisch, wie das natürlich heute herkommt, war das natürlich nett. Und vor allen Dingen jetzt, wo wir in das Verlies vom Hexenturm kommen, das ist natürlich, ehrlich gesagt, ein dunkles Kapitel. Gefängnis, da willst du aber auch nicht sitzen, gell? Nee, vor allen Dingen, man ist da oben reingeworfen worden. Oh. Und wenn man Glück gehabt hat, ist man vielleicht mit dem Seil runtergelassen worden. Also, ganz ehrlich, ich lebe lieber heute ja, als früher. Ja, da mache ich sofort mit. Wir können mal oben aufs Dach steigen. So, ja, ja, der Büdinger aufs Dach steigen. Da mache ich immer mit. Wenn Sie mir das verzeihen, die Büdinger, dann steige ich Ihnen auch mal aufs Dach. Ach, klar. Hier rein? Ja. Und dann die Wendeltreppe. Pass auf, dass du keinen Drehwurm kriegst. Ist es weit? Na ja, es geht. Ich glaube, wir haben es gleich. Ja. Ich sehe Himmel. Ja. Ach. Oh. Hat sich gelohnt. Ich stehe zach, Sarah. Ah, oh, wie schön. Ja, also man muss sagen, dass Büdingen nach dem 30-jährigen Krieg eigentlich immer Glück gehabt hat. Ja. Sogar im Zweiten Weltkrieg. Also Büdingen lag auf der Liste der Bomber. Und wäre so auf dem Rückflug von Hanau, von Frankfurt kommend, wollten die auch hier noch Bomben abwerfen. Aber sie haben es nicht gefunden. Da war das Wetter nicht so schön, sondern es war eine geschlossene Wolkendecke. Ehrlich? Und da haben sie es nicht gefunden. Ja. Die hatte ja noch kein GPS oder so. Die musste so BCP mal Daumen und dann haben sie gedacht, na ja, irgendwo hier wird es sein und habe die Bombe geworfen. Und die sind aber alle nur im Wald runtergegangen. Manchmal sind auch die Wolke für was gut, gell?
Man soll den Abend nicht vor morgen loben oder so ähnlich. So, jetzt werde ich aber sagen, du willst doch bestimmt auch noch was anderes in Büdingen sehen. Ja, klar. Ja, ich zeige dir noch was anderes, aber dann müsste ich mich dafür umziehen und auch ein bisschen abschminken, gell? Abschminken? Ja, ich will dir auch noch jemand anders vorstellen, den Markus, gell? Gut. Das klärt sich gleich auf hier. Du gehst einfach aus dem Turm raus, hältst dich rechts immer an der Wand lang. Finde ich. Und dann treffen wir uns wieder, gell? Freue ich mich. Ein bisschen anders als jetzt, gell? Okay. Tschüss, mach's Bis gut. Gleich. Bis gleich. Wahnsinn, was für ein Ausblick auf Büdingen, oder? So kann ein Städtetrip doch echt mal losgehen. Jetzt muss ich aber runter, Ursula will mir ja noch was zeigen. So immer an der Wand lang, das kann ich. Wo ist sie? Hallo. Tobi, da bist du ja. Jetzt gucke ich aber. Das heißt, es ist nicht mehr die Ursula. Nicht mehr die Ursula, nein, der Markus. Hallo Markus. Hallo, hallo. Das ist aber mal ein Hingucker. Ja, also als Stadtführer bin ich meistens als Markus unterwegs oder in historischen Rollen, als Büttel oder als Nachtwächter. Aber ansonsten bin ich auf den Kleinkunstbühnen auch als Ursula Kraft unterwegs. Okay. Die Frau Kraft. Ja. Die Frau Kraft. Die Frau Und die Kraft. Frau Kraft macht aber keine Stadtführung. Eigentlich nicht, das habe ich jetzt extra für dich gemacht. Ach, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Aber das wäre aber eine Idee mal, oder? Ja, genau. Die Frau Kraft könnte mal ein paar Stadtführungen machen. Super. Gerne. Aber heute will ich dir noch was zeigen. Ja. Und zwar stehen wir hier am sogenannten Betzenloch. Wo der Name herkommt, das weiß man gar nicht so genau, aber es gibt Landstriche, da wird sowas Bettenloch genannt. Und das gehört zu einer Toranlage. Wir sind hier ja am den Resten des Obertores und da hatte man so eine kleine Arrestzelle, wo man ein Knast gewissermaßen, wo man Besucher reingeschickt hat. Und deswegen denke ich, damit du das Feeling von einem alten Besucher hast, geh mal rein. Ach, der bleibt draußen. Ja. Also Platz ist nicht so viel. Das war ja auch nur vorübergehend gedacht. Wie lang war denn vorübergehend? Na ja, zur Not auch über Nacht. Mhm. Also wer zu spät kam, wenn die Tore schon geschlossen waren, der wurde da in Verwahrsam genommen. Und am nächsten Morgen, wenn die Tore wieder geöffnet wurden, dann durfte er in die Stadt oder ist weitergezogen. Markus, hier ist so ein Loch. Wofür ist das? Na ja, wenn du ein bisschen deine Fantasie spielen lässt und du überlegst, dass du da eine ganze Nacht bist. Okay. Für Erleichterung im Kleinen. Genau. Gewissermaßen der Nassbereich. Oh Mensch, toll. Du, vielen Dank. Gerne. Ursula, Markus, für die Einblicke. Gern geschehen. Und viel Spaß bei der nächsten Stadtführung, hoffentlich als die Fahrkraft. Schauen wir mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Netter Typ, der Markus. Und die Ursula sowieso. Langsam merke ich immer mehr, Büdingen ist so eine richtige Zeitreise ins Mittelalter. Jerusalemer Tor. Tolles Ding, oder? Guck mal. Hallo? Hallo? Wo macht ihr lang? Ja, wir gehen zum Schwertkampftraining. Ihr geht zum Schwertkampftraining? Ja, klar. Wo ist das? Das gleiche vorne im Stadtgraben. Willst du mitkommen? Oh. Ja, gerne. Oh, dann los. Ruhig, Schwarzer. Ihr geht zum Schwertkampftraining? Ja, jede Woche. Im Ernst? Ja. Machen das gern. Wir gehen zum Schwertkampftraining. Da ist wirklich Schwertkampftraining. Das ist ja irre. Was ein Lärm, oder? So, hallo erstmal in aller Form. Ah, hallo. Stopp! Oh. Ach, guck mal, da, auf den Chef hören Sie. Ja, aber es ist das erste Mal, glaube ich. Hi, Marco. Hallo, Marco. Tobi, guten Tag. Silke. Hallo, Silke. Ich dachte, du machst Spaß mit Schwertkampftraining, aber das ist ja... Nee, ist schon echt. Ist schon echt. Tut auch manchmal weh. Was seid ihr für eine Truppe? Wir sind vom Mittelalterverein hier in Büdingen. Das sind wir, die Schwertkampfgruppe. Also wir nennen uns Isner und Kratzer. Im Ernst jetzt? Ja, ja. Wirklich? Für was macht ihr das? Also tretet ihr irgendwo auf oder gehen andere Leute halt schnitzen und ihr haut euch halt mit zwei Hände auf den Kopf? Ja, so ähnlich. Also wir treten auch ab und zu mal ein bisschen auf. Ja, also man kann uns mieten sozusagen. Und ja, wir machen es hauptsächlich für Spaß. Also wir sind im Sommer öfters mal auf Lager. Das heißt also, werden wir ein ganzes Wochenende mit Pferd, mit Rüstung, mit allem drum und dran. Ist es so wie im Mittelaltercampen? Ja, genau. Ja, ist ein Mittelaltercampen, wenn man so will, ja. Bisschen abschalten. Ach, guck mal, ein Mensch darunter. Servus, ja, hallo. Wer bist du? Ich bin Martin. Hallo Martin, darf ich dein Schwert mal haben?
sehen. Das sind aber schon dann auch, also im Sinne, also echte Schwerter. Ja, ja, das ist ein richtiger Stahl. Schaukampftauglich. Also man sieht ja auch schon ein paar Einschläge hier. Guck mal, da sind Schaden drin. Das heißt, die wissen im Prinzip jetzt, was vorher passiert? Ja, ja, okay. Natürlich. Jetzt gibt's da so Showkampf. Ja. Gibt's auch, also wie soll ich das nennen? Echten. Echtes, ja, also, Gemetzel. Da gehen wir am besten hier mal rüber zu denen hier. Zu denen hier. Da haben wir in die Runde. Hallo. 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 Und ihr prügelt euch quasi, ohne dass ihr es einstudiert habt? Ja. Ja, dann macht mal. Könnt ihr mal zeigen? Ihr seid ja geschützt. Ja, ja, sollten wir. Da sind aber auch schon ein paar Dellen im Helm drin teilweise, ne? Ja, auf jeden Fall. Also dafür ist er ja da. Da gibt es auch tatsächlich richtige Turniere mittlerweile und auch eine offizielle Liga. Und da werden auch echt Punkte gezählt, also richtige Turniere ausgetragen. Ja. Der stelle ich mir sau anstrengend vor. Es ist unheimlich anstrengend. Sag, was wiegen denn so Rüstungen? Ja, es kommt darauf an, wie gut sie ausgestattet ist, aber so zwischen 25 und 35 Kilo ist boah, sau anstrengend, ja, oder? Ja, ist es. Willst du mal probieren? Wir haben einiges noch dabei. Ja. Ja? Ja. Ja, ich bin aber eigentlich friedlich. Das macht nichts. Das macht nichts. Wir kriegen das schon hin. Das ist hilfreich, wenn die anderen friedlich sind. Ich bin jetzt schon kaputt. Ist aber nur ein Kratzer, genau. Ich brauche eine Maid, die mich pflegt. Macht echt Spaß, aber ist definitiv nichts für Weicheier. Jetzt erstmal raus aus dem ganzen Blech, denn ich muss weiter Büdingen entdecken. Viele HR-Zuschauer haben mir Tipps über Facebook geschrieben, was ich mir unbedingt mal angucken muss. Auch die Uli. Die hat gesagt, ich muss unbedingt in die Mühltorstraße 35a, ins Dark Dirndl. So, hier müsste es sein. Dark Dirndl, also dunkles Dirndl. Klingel haben wir keine. Hallo? Hallo? Hi. Tobi Kämmerer, guten Tag. Guten Tag, ich bin Nicole. Hi. Ich soll mir Dark Dirndl angucken. Da bist du völlig richtig. Warte, komm rein. Gut. Moment. Dann mal rein in die gute Stube. Ich habe gerade Kundschaft, aber das macht nichts. Also wir stören, aber wir dürfen. Nein, ihr stört, aber ihr dürft. Genau, nein, ihr stört überhaupt nicht. Okay, alles guten Tag. Prima. Hallo. Hi. Guten das Tag, ist die Tag. Vera. Hallo, Vera. Und hat gerade ihr Hochzeitskleid an. Im Ernst? Ja. Das wird eine spannende Hochzeit. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Also schick, muss man sagen. Jetzt kriege ich schon mal eine Idee. Also Dark Dirndl ist ein Laden. Dark Dirndl ist ein Atelier für Kostüme aus allen Zeiten, die du dir vorstellen kannst. Okay. Also auch mittelalterliches. Auch mittelalterlich, ganz genau. Wir haben jetzt hier den Mittelalterbereich. Meine Kundinnen und meine Kunden begrüße ich dann immer hier unten. Oben ist noch das Atelier, wegen der Atmosphäre natürlich okay. auch. Okay, wo kommen wir denn hoch? Ich würde mir die Zeitenreise gerne mal angucken. Ja, die Zeitenreise könnt ihr auf jeden Fall machen. Ja. Wir kommen hier durch die Tür, kommen wir direkt nach oben. Ja, auf geht's. Auf geht's. Dark Dirndl, du. So, und jetzt kommst du mit in die nächste Zeitreise, nämlich in unser Atelier, wo wir auch arbeiten und die ganzen Werke natürlich anfertigen. Und hier siehst du eine ganz andere Zeiten. Also hier haben wir zum Beispiel aus dem Jugendstil, aus der Titanic-Zeit, Kinderklamotten, die wir machen. Was ein Aufwand, hey. Hier ist zum Beispiel, ich sammle sehr gerne alte Zeitungen. Das ist aus den 30er Jahren, haben wir hier diesen Mantel nachgemacht für eine Kundin. Die holt den jetzt auch bald ab. Was kostet sowas? Das ist super unterschiedlich. Also der Mantel, der liegt ungefähr so bei 850 Euro. Ich meine Unikate, ne? Ja, es sind Unikate, es ist auf Maß. Sag mal, bist du aus Büdingen? Nein, ich bin eine Frankfurter Mädchen. Und wie bist du in Büdingen gelandet? Ich bin in Büdingen gelandet, weil ich es schön fand. Vor ewigen Jahren bin ich hierher gezogen
und habe dann meinen Mann kennengelernt und habe gesagt, ja, dann bleibe ich doch. Ja, und dann natürlich passt das hier perfekt. Und das ist hier die Nastassja. Ich habe schon mal gewunken. Ja, das ist noch mal eine ganz andere Kundin jetzt. Guten Tag. Hallo. Hallo, Nastassja, Tobi. Freut mich. Guten Tag. Wir machen hier gerade Endabnahme für den nächsten Gig. Nastassja ist von der Metalband Enemy Inside. Und das ist das Nächste, was wir machen. Wir machen nämlich Bühnenkostüme. Das ist ein Bühnenoutfit? Ja. Richtig, ja. Ein Lied bei Nastassja heißt zum Beispiel Phönix und haben wir gesagt, dann tun wir uns doch daran orientieren, weil sie ist eine unglaublich schöne Frau. Wir machen aus ihr jetzt einen Metal-Phönix. Toll. Kannst du mal die Arme spreizen? Ja. Ach, guck mal da. Hier der Feuervogel. Ja. Singst du da in der Band? Genau, ich bin Sängerin. Ist die Frontfrau? Ja, Frontfrau. Kannst du mal Phönix ansingen? Einmal, nur eine Ahnung. Ja. Nein, breaking free. Rising from the ashes of our love will be the wind beneath my wings, like a phoenix flying up above. Guck mal da. Super. Und dann dem Outfit hier, saugut. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Dankeschön. Und ich bin gespannt auf die Bilder dann, wenn du phönixartig dann da stehst. Ja. Und dir viel Spaß muss ich dir an den wünschen, den hast du wahrscheinlich. Wir haben hier bei so Kundinnen und bei so Kunden total viel Spaß. Dann ein glückliches Händchen beim Nähen. Absolut. Okay. Danke für deinen Besuch, Tobi. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, ganz oben auf der Liste natürlich auch eines der Highlights in Büdingen überhaupt. Das Schloss. Irgendwo hier muss es sein. Hi. Wisst ihr, wo das Schloss ist? Hier eigentlich. Hier eigentlich kenne ich. Ich intuitiv wieder falsch unterwegs. Okay, falsch rum. Hier rein, genau. Und das ist natürlich, ihr müsst wieder zurück in die Altstadt. Okay, finden wir. Ja? Hier rein auf jeden Fall. Machen wir. Danke. Bitte, bitte. Dann immer nur geradeaus durch. Und dann da vorne links. Das ist das Herzstück von Büdingen, das Schloss. Und ich bin mit dem Mann verabredet, dem es gehört. Mit Fürst Isenburg. Grüß Gott. Grüß Gott. Isenburg. Kämmerer, hallo. Ja, grüß Gott, Herr Kämmerer. Ich muss erst mal fragen, stimmt das Fürst Isenburg? Ja. So machen wir das. Ganzer Größe. Ja, schön. Mensch, ist mal ein Hingucker hier. Ja, das ist so ein Unikat, dieses Haus. Bisschen groß. Zu groß? Zeigen Sie mir mal Ihr Schätzchen. Ja, das war eine Wasserburg. Das heißt, es war ein Wassergraben außenrum? Ja, der ging hier durch. Ach so? Und das ist ja alles später gebaut. Ja. Und ursprünglich war das eine Wasserburg, die hier außenrum ging. Das Ganze ist ja ein Sumpfgebiet, Büding. Und das heißt, mit Schnaken und Mücken ist es besser, wenn das Wasser weg ist, oder? Frösche vor allen Dingen. Frösche. Daher kommt ja auch der Ausdruck Büdinger Forsches. Ja. Nach Ihnen. Kommen Sie, gehen Sie. Dankeschön. Ach. Das ist ja fast wie eine kleine Stadt hier drin, oder? Ja, das ist ja auch über die Jahre dann so, innerhalb von 300 Jahren ist das zugebaut worden. Also ist gewachsen? Das ist gewachsen. Naja, die Familie ist jetzt bei etwas über 750 Jahre hier in dem Haus. Und das ist das Esszimmer, das war das große Esszimmer. Essen Sie hier? Nee, nicht mehr. Ja, nur manchmal, wenn wir Familienessen oder sowas haben. An dem Tisch muss man auch laut rufen, wenn man sich verständigen will, oder? Wohnen Sie hier? Nee, wir wohnen nur ab und zu hier. Ich habe ein Haus im Garten, meine Kinder sind ja alle aus dem Haus. Ja. Und das heißt, es für zwei Personen ist etwas groß. Üblich für zwei. Ja. Ja. Der Bärenkollege ist aber nicht hier aus dem Büdinger Wäldern. Nein, oder? Den hat mein Vater mal in Alaska geschossen. Okay. Und hier gehen wir in die Kapelle rechts rum. Oh, das ist eine besonders schöne Schlosskapelle. Das ist ja mal eine Überraschung. Das ist aber auch Handwerkskunst, oder? Wenn man das hier haben zwei Leute aus Worms, ein Meister und ein Geselle, haben diese Sache in 3 Jahren geschnitzt. Und zwar ist die aus solidem Eichenholz rausgeschnitzt, nichts aufgesetzt.
Ein bisschen was fast Harry Potter-artiges hier, wenn man sich das anguckt. Ja, ja, gut, weil die Engländer auch diese Holztäfelungen genau, alle haben. Ja. Aber das war halt damals so. Und finden dann noch Gottesdienste statt hier drin? Ja, da habt ihr familiäre Feiern und dann vermieten wir es für Hochzeiten. Das natürlich auch. Ja. Also das vergisst man nicht, wenn man hier Ja sagt. Ja. Das, leider halten alle Ehen nicht so lange. Aber nee, trotzdem, das ist... Tolles Ding. Ich habe von außen gesehen, es steht ein Turm da, ein ganz schöner. Kann man auf den hoch? Ja, den kann man. Das ist etwas mühsam, aber man kann raufgehen. Ich wäre bereit. Dann gehen Sie mal hoch. Für Mühsal. Wo müssen wir lang? Ja, das zeige ich Ihnen. Ja. Ach, das ist aber bei allen Türmen, die ich kenne, ist der aber toll begehbar hier. Fürst, ich marschiere einfach weiter, ne? Ja, ja, gehen Sie. Wenn Sie oben sind, dann merken Sie es. Es wird heller. Ich sehe viel blauen Himmel. Ach, guck. Puh, hat sich jede Stufe gelohnt. Ja, ja, das ist die höchste Terrasse Büdings. Wir können gut frühstücken hier oben, oder? Ja, wenn Sie es raufgeschleppt haben. Guck dir das an. Ach, was ein Blick. Ich marschiere mal außen rum. Da sieht man die ganze Sache von oben. Ja. Also vielen, vielen Dank, bitte sehr. Dass wir rein durften und vor allem hoch. Bitte. Also dieser, für den Blick hat jede Stufe gelohnt. Ja, aber das ist ja auch heute ein Tag, der ist ja zum Niederknien, zum Heldenzeugen. Ja, gut, ich gucke mir erst noch Büding an, mal gucken, okay, was der Abend bringt. Okay. Vielen Dank. Bitte sehr. Führungen durchs Schloss gibt's jeden Samstag und Sonntag um 15 Uhr. Übrigens, Büdingen hat 16 Stadtteile. Einer davon ist Diebach. Ich habe einen Tipp bekommen von Nina Müller. Die hat mir auf Facebook geschrieben, es gebe den leckersten Automaten von ganz Büdingen hier. Und für lecker bin ich immer zu haben. Sieht nach Automat aus. Hallo. Hallo. Servus, Tobi Kämmerer. Der Achim. Hallo Achim. Ich wurde geschickt, es gebe den leckersten Automaten von ganz Büdingen hier. Und das muss er sein, oder? Richtig. Das erkenne ich sofort. Okay, das sind Steaks, Wurst und Käse. Kuchen, Trinkmilch, Joghurt, Butter. Hier aus der nächsten Umgebung, aus der Region. Das sind lauter Familienbetriebe. Jetzt gibt es einen Haken. Da oben sind leere Flaschen drin. Das ist Diebacher Milch zum Einfüllen. Und wo kommt die Milch her? Aus dem Automaten hier rechts. Also man zapft selber? Ja, na klar. Ach, ich brauche Hilfe. Kein Problem. Rechts oben den Euro reinwerfen und die Starttaste drücken. Ah, los geht's. Etwas höher noch, höher und ein bisschen schräg zu dir. Also fast wie beim Pilzzapfen, oder? Ja, genau. Muss man Stopf drücken, oder? Nein. Nee. Hört nach einem Liter auf. Sei denn, es wäre sehr viel Schaum oben, die Krone, dann kann man auch Stopp drücken. Perfekt. Tada. So, Achim, die könnte ich jetzt trinken? Ja, na klar kannst du die trinken. Okay. Sollte vor dem Verzehr abgekocht werden, aber ich gehe von aus, du verträgst die auch so. Ich bin vom Land. Oh, Weltklasse. Super. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du dir hier einen Milchzapper hinstellst? Ja, das war die Idee von meiner Frau. Manchmal brauchen wir Frauen. Richtig. Um den Leuten zu zeigen, wo die Milch denn herkommt. Okay. Wo kommt sie denn her? Also irgendwo muss sie ja herkommen, bevor sie da drin landet. Ja, wenn du magst, gehen wir da gerade einmal um die Ecke. Ja, na klar. Da kannst du das sehen. Ich schließe nur gerade die Tür noch. Der Milchzapfer. Ja. Ach, guten Tag, hallo. Hier sind die Milchproduzenten. Ist aber die Bude voll. 65 an der Zahl, die täglich Hallo. Zweimal Hallo. Gemolken werden. Ist das die Ideengeberin? Das ist meine Frau, das ist die Kerstin, ganz richtig. Ich mache mich schon mal lang. Tobi, hallo. Hallo, ich bin hallo. Kerstin. Hallo Kerstin, guten Tag. Wer bist du? Das sind die zwei Söhne, Hi, der Max. Luis und der Max. Hi Luis. Ja. Max, du hast im Moment eher so eine überwachende Tätigkeit hier, oder was? Guckst du, dass das läuft mit der Mama? Ja. Ja? Okay. Kerstin, haben die Namen? Ja, im Ernst? Alle haben so Namen. Wie heißt die Dame hinter dir? Das ist die Sinja. Die Sinja? Ja. Und die da hinten? Das ist die Mistel. Wie heißt sie? Mistel. Die Mistel. Ja. Würdest du sagen, das ist ein Traumjob, den du hast? Für mich schon, ja. Ja. Ich wollte nichts anderes werden. Hattest du erst die Kühe und dann kam der Achim oder umgekehrt?
Nee, erst war der Achim und dann die Kühe. Aber der Achim hatte die Kühe. Ah, war das der Grund, warum du genommen hast? Nein. Du hättest auch ohne Kühe genommen. Ja. Ganz genau so ist es. Und toll. So soll es auch sein. Hier, 1 Euro, frische Milch, direkt vom heimischen Hof und man weiß, wo es herkommt. Fantastisch. Dann vielen Dank für die Zapfhilfe. Gerne, kein Problem. Tschüss Max, tschüss Louis, tschüss Mistel, tschüss Sinja, richtig? Ja. Tschüss Kerstin, tschüss die anderen 63. Macht's gut. Achim, servus. Tschüss. Ciao. Tolle Familie, oder? Und tolle Kühe. Von Diebach geht es für uns rüber in den Büdinger Stadtteil Eckartshausen. Ich habe eine Einladung bekommen von der Bianca. Die hat mir geschrieben, komm auf meine Ranch, Tobi. Und da schlägt natürlich das kleine Cowboy-Herz beim Wort Ranch sofort höher. Die Ranch. Bianca? Bianca? Ja, hallo Tobi, willkommen auf der Lorbeck Ranch. Ey, endlich mal eine Ranch. Und vorsichtige Bewegung. Endlich mal eine Ranch. Ja. Wie toll. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben uns extra alle unser schönstes Show-Outfit geschmissen und haben überlegt, dass wir dir heute mal das Westernreiten beibringen. Oh, okay. Ja. Ich wollte eigentlich nur gucken. Nein, du musst heute auch drauf. Okay, okay. Komm, ich zeig dir ein bisschen was. Ja. Wenn du sagst, du bringst mir das Westernreiten bei, dann hoffe ich bin nicht der Erste, dem du das beibringst. Nein, nein, wir geben hier Unterricht. Ja. Ja, für Kinder bis Erwachsene. Ach, es gibt kleine Cowboys und Cowgirls gibt's auch? Genau, haben wir hier auch, ja. Wir züchten diese amerikanische Pferderasse, Original American Quarter Horses sind das. Und das heißt, du lernst hier auf dem amerikanischen Original das Reiten heute. Wie lange braucht man, bis man sowas kann? Ach, das kommt drauf an, wie viel Talent du so hast. Ja, so lange. Aber du kriegst halt ein wirklich gutes Pferd. Ja. Der ist sogar schon zweimaliger Europameister gewesen hier mit meinem Lebensgefährten, mit dem Frederik. Und Fredi, komm doch mal! Da staubt's aber. Hallo, servus. Hallo. Guck mal, der hat ja krasse Augen. Das ist ja irre. Sieht aus wie ein Husky. Mhm. Das ist aber ungewöhnlich, oder? Ja, das gibt's inzwischen sehr häufig. Hat eine Stute in den USA vererbt das und ja, er ist Verwandtschaft davon. Toll. Ja, wenn Kinder das hier lernen können, dann werde ich das auch hinkriegen. Ja, unter guter Anweisung kriegst du das schon. Das glaube ich auch. Gut. Aber damit du das optimal hinkriegst, brauchst du auch das richtige Outfit dafür. Okay, gehen wir uns mal umoutfitten. Okay, ja? Wunderbar, komm mit. Howdy. Tobi, dein Outfit ist perfekt. Perfekt. So. So. Jetzt stelle ich dir mal deinen Sportpartner vor. Hallo, Partner. Das ist der Pride of Pepper. Wir nennen den Peppino. Ach, wie süß. Der ist aus einer Zucht aus Italien. Und hallo, der wird dir jetzt mal beibringen, wie ein richtiger Reining Spin funktioniert. Was ist das? Ich zeig das mal, ich erklär's dir mal, wie du es machen sollst. Das ist nicht euer Ernst. Alles klar. Hey, andersrum. Andersrum? Das Drehen? Das Bein von der hinteren Seite rein. So. Muss ich hier hinten ans Pferd stellen. So? Jo. Es geht ja schon wieder gut los. Oh, ja. So, okay? Okay. Eins, zwei. Hoppala. Okay. Das ist ein Moment für Szenenapplaus. Ja, genau. Das macht schon mal perfekt. Okay. Jetzt bringe ich dir das Drehen bei. Du versetzt deine Hände gleichzeitig in eine Richtung. Du drehst ein wenig das Bein auf. Und machst ein bisschen das andere Bein dran. Ja. Und schnallst. Okay. Genau, schnallst. Ja. Wird es dir zu schnell? Halt an. Ho, weißt du ja. Ho. Super. Hey, es klappt ja voll gut. Vielen Dank. Sehr gut. Eigentlich reicht bei diesem Pferd, weil es sehr fein ausgebildet Verstehe. Ist, der Impuls am Hals. Ich hoffe, ich ruiniere da jetzt nichts mit meiner. Nein, du ruinierst da nichts. Okay, er macht das klar. Gut. Genau. Hinter zurück, Fati dreht. Super. Spitze. Ho. Sehr gut. Wunderbar. Na, also ich glaube. Ma'am. Vielleicht. Vielleicht wird's noch was. Können wir dich zur nächsten Meisterschaft mitnehmen? Sau gut. Bianca, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Herr Freddy, vielen Dank.
Du warst ein Naturtalent, wunderbar. Hey, Pino, mein Großer, wir zwei demnächst auf der Nordweide, das wird riesig. Du hast das super gemacht. Ja, saugut. Bis zum nächsten Turnier, ne? Diese Liebe. Ich kann leider nicht mitkuscheln, denn ich muss weiter. Ich bin verabredet in Büdingen, direkt am Stadtrand. Da ist was, das man hier gar nicht vermuten würde. Das ist er. Der wilde Stein. Was ein Watz, oder? Im Prinzip mitten in Büdingen. Und Lothar Keil hat gesagt, komm mal her, ich muss dir da was zeigen. Der Haken ist, er hat gesagt, wir treffen uns am Stein. Gut, komm einfach durch. Ja. Gucken wir mal. Durch diese hohle Gasse. Probieren wir es mal. Oh, es wird wieder mal abenteuerlich hier. Lukas, geht das? Alte Bergziege. Wir sind an der Seilschaft. Danke. Guck schon, da sind wir im Geschäft. Hallo? Ach, da ist er. Servus. Ach, da ist er. Hallo. Tobi, Kamera. Tobi. Ja. Ich bin der Lothar, ja. Das ist ja mal ein wilder Stein, oder? Ja, der hat es auch in sich. Wie kommt dieses Monstrum hierher? Also dieses Monstrum, das ist circa 18, 19 Millionen Jahre alt. Ein altes Mädchen. Ja. Und das gehört zum, als ein Nebenschlot vom Vogelsberg. Das heißt, wir stehen im Moment im Prinzip in einem Vulkan. Wir stehen hier in einem Vulkan. Aber er ist brav und schlummert, da passiert nichts mehr. Er schlummert, aber es sind alles schlafende Vulkane, sagt man. Das heißt, er könnte sich noch mal berappeln. Oh, man weiß das ja nie. Lothar, jetzt könnte man ja sagen, dieser Stein ist dein Baby, oder? Ja, das stimmt allerdings. Was heißt das? Was hast du eine Beziehung zu diesem Gemäuer, wollte ich schon fast sagen. Naja, ich habe also viele Geotope freigelegt. Freigelegt und heißt? Das heißt sichtbar gemacht. Mit Schaufel dann, oder? Ja, mit Hackelschaufel und mit Zangen und Zwicken und so weiter. Was ein Geschuft, oder? Das war hier vollkommen eingewachsen. Und weil es ein ganz besonderes Geotop ist, eines der, wo auch die meiste Erzählung drin steckt, liegt mir das sehr am Herzen. Hast du gesagt, das grabe ich aus? Ja. Das aber war es eine Plackerei, oder? Naja, das macht nichts. In der Zeit macht mir gar keinen Blödsinn, das oder? Das ist auch wieder wahr, ne? Ja, und ich mache das hier und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Irre. Ja, das kann man hier mal zeigen. Ich habe ein ganz seltenes Stück mitgebracht. Sieht aus wie Marmor. Ja, das ist aber Buchit. Buchit. Buchit ist ein geschmolzenes Glas, ein vulkanisches Glas. Das ist ja hier auch ganz glatt, gell? Ja. Guck mal, liebe ja Hobbygeologen, wieder was gelernt. Ja, das ist also etwas. Und das ist eine Sache, die, was man hier so mein Baby ist halt. Und den hast du gefunden? Den habe ich hier gefunden, ja, nachdem ich ihn freigelegt hatte. Und da habe ich auf einmal gesagt, das gibt's doch gar nicht. Da ist ein Gesicht drin. Ja, und hier sieht man das Gesicht. Ja, das ist von der Seitenaufnahme Stirn, Auge, Nase, Mund, Kinn. Ja, kann man doch ja, deutlich ja, sehen. Ja, ja. Sieht ein bisschen aus wie so eine Märchenrumpelhexe, oder? Ja, das hängt damit zusammen, weil man fälschlicherweise angenommen hat, dass hier auf dem wilden Stein, dass das ein Hexentanzplatz war. Das war aber kein Hexentanzplatz. Und der wilde Stein war auch im gewissen Sinn kein Kultplatz. Aber eine wilde Hexe gibt es im wilden Stein und die hast das du entdeckt. Das ist diese, ja. Die hast du entdeckt. Ja, und da war ich auch dumm gewesen, hätte ich gesagt, es ist die Oma von der Maria oder die Tante von der Maria. Ja, hätte ich jetzt hier oben eine Würstchenbude. Der Papst hätte mich vielleicht ja, gesegnet. So hast du eine Hexe ja und trotzdem deinen Spaß, oder? Ja, unbedingt, ja. Das macht mir sehr viel Freude, diese Sachen. Lothar, dann wünsche ich dir noch viel ja Kraft. Ziehen wir meinen Handschuh aus. So, bin erledigt. Jetzt geht's. Viel ja Kraft und Zeit. Jawohl. Um dich weiter um dein Baby zu kümmern. Ja. Ja? Mach's Dank gut. Danke. Mach's gut. Tschüss, Lothar. Spaß. Servus. In Büding. Es ist Nachmittag in der Altstadt von Büdingen. Ach, gibt alles. Ja. Hunde haben Vorrang, vor allem mit Damenbegleitung. Hallo. Hallo. Ist das schön, oder?
Türme, wohin man guckt. Guck mal, siehst du das da in dem Fenster drin? Meinst du, da wohnt einer? Hi. Tobi, servus. Ich bin der Olli. Hi, hi, guter Olli. Wir gucken uns gerade Büdingen an. Ja, habt ihr nichts verpasst. Wunderbar. Es ist wirklich Traumwetter. Toll, gell? Total geil. Ja, aber weißt du, ob da einer drin wohnt in dem Turm? Weil wir haben gerade Lukas, guck mal. Das ist das Pfarrhaus. Da ist in den Fenstern steht so Dekozeug. Ja, also ist der Turm bewohnt? Da ist sogar eine Klingel. Kannst du mal klingeln? Wir gucken mal, wir probieren es. Ich höre dich ja eh jeden Morgen. Wie schön. Gell? Dann hören wir uns also wieder ab 5 Uhr. Ab 5 Uhr, nicht so früh noch nicht. Gell? Ich wäre für dich da. Und wir klingeln mal. Viel Alter, Spaß, gell? Lukas, gut. Wir sehen uns. Schön. So, wo sind Klingeln? Familie Meißner klingt nett. Ich hoffe, die sind auch nett. Ja, bitte? Guten Tag. Entschuldigung für den Überfall. Tobi Kämmerer, guten Tag. Ich bin der Uli Meißner. Und sehr nette Kollegen. Wir sind auf dem Städtetrip in Büdingen gerade. Und wir haben beim Rumlaufen gesehen, dass der Turm dekoriert ist, die Fenster. Ja. Deshalb habe ich mich gefragt, ob einer drin wohnt. Da wohnt nicht nur einer drin, sondern Frau und Hund noch dazu. Ich bin der Uli, biete ich gerne an. Tobi und herzlich willkommen. Ne? Dürfen wir reinkommen? Gerne. Ja. Also wir wollen auch nicht stören jetzt. Nur ich dachte, wenn man einen Turm sieht, der so schön dekoriert ist, dann gucken wir mal. So, hier geht's rein. Erster Stock. Oh, guten Tag. Hallo. Ja, du bist aber ein Großer. Ist ein Großer, aber ist auch ein ganz, ganz Lieber. Ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge, das heißt, er war mal ein Junge. Also ein Ex-Junge? Wie heißt er? Der Solino. Solino, oh. Ja. Ist aber gelassen, oder? Der ist gechillt auf gut Deutsch. Feiner. Ah. So, dann komm mal mit, Solino, komm. Ja, komm. Oh, guten Tag. Guten Tag. Und Entschuldigung für den Überfall. Wir sind unterwegs gerade und drehen einen Städtetrip in Büdingen. Und wir waren so neugierig auf das Innere des Turms. Und der Uli hat gesagt, wir dürften reinkommen. Ja, ja, sind Sie nicht der Erste, der sich für den Turm interessiert? Hallo, Tobi Kämmerer. Wir haben schon einige Besucher hier drin gehabt. Hi. Aber nett, dass wir mal gucken dürfen. Ja, klar, kein Problem. Das ist ja überraschend hell. Ich dachte, von außen ist es eher so duster. Aber das ist ja ein Traum, oder? Ja. Ja, aufgrund des Fensters in der Decke, ne? Ein Fenster zum Himmel. Ne? Wie macht man das in einem runden Gebäude ohne Ecken mit Schränken und Tischen? Geht auch, ja, ne? Geht. Es geht bei der Größe schon, ja. Toll. Dürfen wir mal rausgucken? Ja, das ist ein schöner Blick auf die Lohstegbrücke. Machen Sie ruhig das Fenster auch auf. Dann können Sie. Oh, ach, das hat ja wirklich, das ist fast kitschig schön, gell? Ja. Oh. Ja, das ist auch irgendwie das Tolle an der Wohnung. Man hat wirklich von allen Fenstern aus irgendwie einen interessanten Blick. Ja, ja, einen schönen Blick. Ja. Ja. Und so hell. Ja. Toll. Also vielen Dank, dass wir reingucken durften. Hat mich sehr Uli, gefreut. Lass ich das auch mal, ja. Sie können gerne wiederkommen. Gute Besserung fürs Bein. Danke. Ja? Tschüss, Solino. Ach, so ein Solino. So ein feiner. Mach's der gut. Liebste Hund in Hessen. Tschüss, Solino. So langsam neigt sich unser Städtetrip in Büdingen dem Ende entgegen. Aber eine Sache muss ich noch gesehen haben. Entschuldigung, ich suche das 50er-Jahre-Museum. Wissen Sie, wo das ist? Ja, hier das vorne. Hier, gerade an der Ecke. Ach, da. Direkt hier? Ja, direkt super. Hier. Super, bist du schon da? Ja. Super, danke schön. Herzlichen Rundfunk geholfen. Jawohl, danke schön. Bei einer Sache waren sich im Prinzip alle Büdinger einig. Die haben gesagt, wenn du kommst, Tobi, musst du ins 50er-Jahre-Museum. Das ist eine Institution bei uns. Gehen wir doch mal in die 50er-Jahre. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Tobi Kämmerer, hallo. Ja. Ich bin gerade auf einem Städtetrip durch Büdingen und mir wurde gesagt, hier muss ich her. Also dachte ich, bin ich mal da. Ist eine gute Entscheidung. Kann ich gerne mal wenn ich Sie entführen darf. Mitgehen. Super. Hier befinden wir uns im Eingangsbereich des 50er-Jahre-Museums. Sofort ein Schatz.
Ja, das ist der Mopedroller von der Cornelia Frobes. Das ist eines unserer Ehrenmitglieder. Conny Frobes war das mit die zwei kleinen Italiener, oder? Später. Sie hat also angefangen mit Pack die Badehose ach, genau. ein als ach, Kinderstar mit 7 Jahren. Geht die Jukebox noch? Man kann also auf der Kasse Euro in D-Mark tauschen. Das wäre ja so ein Stilbruch, wenn wir die Geräte mit Euro bedienen. Haben Sie was einstecken? Ich würde tauschen. Ach, guck mal, eine Mark. 1:1 wie im richtigen Leben. Ich kenne sie noch. Ab geht die wilde Fahrt. Pass mal auf jetzt. Der Kinder, nix iPod. So war das früher. Die Mechanik fasziniert vor allen Dingen Kinder und Jugendliche. Und hier kann man es wirklich nachvollziehen. Das Ding geht immer noch, ne? Richtig. Mechanik lässt sich auch immer wieder reparieren. Ey, der Sound ist gut, oder? Ein toller Lautsprecher, ja. Das habe ich gar nicht gefragt. Wie heißen Sie denn? Entschuldigung. Bitte? Wie Sie heißen, Entschuldigung. Arbeiter. Herr Arbeiter, in aller Form noch mal. Hallo, Herr Arbeiter. Ja. Wie kommt man an all diese Schätze? Das ist eine Sammlung von meiner Frau und mir, die wir über gut 40 Jahre zusammengetragen haben. So viele schöne Kleinigkeiten. Ach. Ja, das ist ein Original 50er Jahre Tante-Emma-Laden. Vorsicht. Guck, was für Schätze hier. Das heißt, Sie bekommen die Sachen dann auch geschickt von Leuten, die das... Nein, das haben wir früher aus Haushaltsauflösungen, vor allen Dingen auf Flohmärkten. Wir sind, meine Frau und ich, jedes Wochenende, Samstag, Sonntag, auf Flohmärkte gegangen und haben dann sukzessive die Sachen sehr überlegt zusammengetragen. Das heißt, es gibt Dinge, die gibt es wahrscheinlich nur noch bei Ihnen, oder? Richtig, ja. Das heißt, Sie sind Bewahrer eines Jahrzehnts, richtig. Das sonst weg ist. Ach, guck mal hier. Lukas, komm mal mit. Ja, das ist unsere kleine Ladengalerie mit 3 Schaufenstern, einem Original 50er-Jahre-Kiosk und einer Anmutung eines 50er-Jahre-Kinos. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, das ist natürlich ein sehr markanter Raum. Das ist die Milchbar des 50er-Jahre-Museums. Die Milchbar war ja damals der Treffpunkt für die Jugend in den 50er-Jahren. Hier hat man sich mit Freunden getroffen. Hier hat man seine erste Freundin hinausgeführt. Hier hat man sein erstes Cola getrunken. War also Dreh- und Angelpunkt für die Jugend. Und gegenüber auf der Seite haben wir die Sonderausstellung Verliebt, Verlobt, Verheiratet, Liebe in den 50er-Jahren. Ist also gerade für Jugendliche hochinteressant, wie brüde die Zeit damals war. Die Jugendlichen lachen sich kaputt, wenn sie das heute Aber damals lesen. Hormonelle Aufregung, oder? Richtig. Ja. Hat das Klavier da für eine Bedeutung? Ist das Deko? Ja, wir haben im Winterhalbjahr haben wir jeden Monat eine Veranstaltung hier zum Thema 50er Jahre. Rock'n'Roll-Konzerte oder Lesungen. Und dann ist das Klavier natürlich auch in Benutzung. Darf ich mal? Na, ehrlich. Vielleicht ist ja gestimmt. Mensch, Herr Arbeiter, vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Das ist echt eine Entdeckungsreise. Freut uns, dass es Ihnen gefällt. Toll. Dann werfe ich mich mal wieder ein paar Jahrzehnte nach vorne. Sie werden, wenn Sie nach außen gehen, einen Kulturschock erleben. Wenn ich es nicht ertrage, komme ich sofort wieder zurück. Vielen Dank. Dankeschön. Wiederschauen. Bühningen, das ist ein Fachwerk- und Mittelaltertraum. Das ist die Möglichkeit, quasi in einer Stadt durch ganze Jahrzehnte zu reisen. Das ist ein tolles Umland. Das sind so nette Menschen, die in netten Autos fahren. Das ist auf jeden Fall ein Städtetrip wert. Und jetzt, Lukas, stell das Ding hin. Feierabend. Ganz viele haben geschrieben, wer ist denn dieser Lukas überhaupt? Tobi, Feierabend. Das ist der Mann, der das immer dreht. Servus. So. Und jetzt gehen wir ein Bier trinken. Ja, jetzt gehen wir ein Bier trinken. Schön, oder? Endlich, du. Ein Traumtag, ein Traumdreh. Wir könnten eine Serie machen, Western-Reiten. Absolut mega.